Hallo, willkommen zu diesem Video. In diesem Fall möchten wir uns einmal anmelden. Wichtig ist, dafür muss ich schon mal registriert sein. Bei Registrierung habe ich eine E-Mail-Adresse und ein Kennwort, das ich selbst vergeben habe. In diesem Fall muss ich die Seite aufrufen: portal.gottschling- also Bindestrich, immobilien.de. Dann lande ich auf dieser Anmeldeseite. Auf dieser Anmeldeseite habe ich die Möglichkeit, entweder direkt mit dem App Store oder mit dem Play Store die App runterzuladen oder mich über den Browser anzumelden. Wir melden uns über den Browser jetzt an. Ah, ne, das ist meine geschäftliche. Ich habe da ja eine temporäre Testadresse, die habe ich hier reinkopiert, weil ich sonst nicht kenne. Und das Kennwort, was ich vorhin vergeben habe. In dem Fall geben Sie natürlich Ihre Daten hier ein. Wenn Sie die eingegeben haben, sagen Sie einfach einloggen. Das war's. Schon sind wir online. Man sieht hier, seit der letzten Anmeldung gibt es hier 7 neue Nachrichten. Und diese kann man direkt hier ausrufen. Sollte ich die entweder lesen oder alle als gelesen markieren, wird oben die Zahl auch kleiner. Ja, das war's, wie man sich einmal auf der Webseite anmeldet.